Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie man mittels Soho Campaigns DSGVO-konform arbeiten kann, sodass wir quasi den Consent einholen, damit wir Newsletter senden dürfen. Wie beginnt man am besten? Zunächst einmal, wenn Sie ein Soho Campaigns-Konto eröffnen, haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Als erstes würde ich Ihnen vorschlagen, gehen Sie auf die sogenannten Settings und da gibt es sogenannte Kampagnenrichtlinien. Das wird Sie das System auch automatisch fragen. Das heißt, eine Kampagnenrichtlinie legt fest, wie oft jemand von Ihnen einen Newsletter bekommen kann. Sie können diese E-Mail-Versandrichtlinie aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, wie oft soll ein möglicher Interessent oder Kunde maximal von Ihnen eine E-Mail bekommen? Sie können ein wöchentliches Limit setzen, von einmal zum Beispiel in der Woche, ein monatliches oder Intervall zwischen den Mails können Sie auch noch setzen. Das heißt, hier wäre jetzt der Intervall also Minimum 3 Tage dazwischen und einmal pro Woche eine E-Mail, was keinen Sinn macht, ne? Deswegen entweder jetzt ein wöchentliches, ein monatliches oder ein Intervall, können Sie es nachher selber überlegen. Sie können das auch jederzeit wieder bearbeiten oder editieren. Wenn Sie nachher ein Newsletter verschicken, würde Ihnen das System auch sagen, Sie haben eine Kampagnenrichtlinie aktiv, sollten da Subscriber dabei sein, die eben in diese Kampagnenrichtlinie reinfallen, dann würde der Newsletter an diese jenen Subscriber nicht verschickt werden. Das ist so eine Möglichkeit, wie wir auch schon für uns was tun können, indem dass wir die Leute nicht zu viel mit Content in dem Fall befeuern. Jetzt schauen wir uns an, wie wir die sogenannte Zustimmung verwalten können. Wir sprechen hier lediglich über eine Zustimmung zum Erhalt eines Newsletters. Wie gehen wir da vor? Wir haben die Möglichkeit, einmal hier oben sogenannte auf die Abonnenten zu gehen und die Zustimmung zu verwalten. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, eine sogenannte Consent-E-Mail zu kreieren. Wenn Sie ein Soho-Konto aufmachen, fragt Sie das System noch was. Wie ist denn Ihr E-Mail-Marketing-Type? Ist es Permission-based oder ist es Consent-based? Das heißt, hier schicken Sie nur an die Leute, die wirklich den Consent abgegeben haben über so eine Consent-E-Mail. Schauen wir uns gleich an, wie wir die bauen können. Oder arbeiten Sie zum Beispiel mit der Doppel-Opt-In-Form. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sie können natürlich auch weiterhin mit beiden arbeiten, aber wie wäre quasi der Hauptanteil? Bei uns ist jetzt der Consent-Based-E-Mail-Marketing aktiviert. Wir sagen jetzt Create Consent-E-Mail und dann geben Sie quasi einen Consent-E-Mail-Name. Dieser Consent-E-Mail-Name ist nur für Sie intern. Also ich sage jetzt mal Consent-Mail an alle Kunden oder an alle Kontakte zum Beispiel. Sie haben die Möglichkeit, das an alle Listen zu senden und an bestimmte Listen zu senden. Wichtig zu wissen ist, man kann das nicht an einzelne Segmente schicken. Man kann das nur an fixe Mailinglisten schicken, wenn man möchte. Get Consent via Soho Campaigns oder Soho CRM Form. Das war vor ein paar Wochen noch nicht aktiv oder ein paar Tagen diese Soho CRM Form. Was heißt es? Wir haben die Möglichkeit, das hier zu aktivieren. Dann würde das eben über die integrierte Form im CRM abgefragt werden. Funktioniert natürlich auch nur für jene Kontakte, die im CRM da sind. Wenn Sie ein Newsletter Opt-in oder Consent abfragen möchten, bleiben Sie bitte bei Soho Campaigns. Da wird das auch entsprechend verwaltet. Nächste Frage. Unsere Mailinglisten wachsen ja hoffentlich bald mal wieder. Das heißt, wir lernen Leute kennen und diese Leute kommen automatisch auf Mailinglisten. Diese Leute sollen die dann auch automatisch diese Consent-Mail bekommen. Das können Sie hier entsprechend konfigurieren. Hier könnten wir zum Beispiel sagen, send the same Consent-E-Mail, die wir jetzt bauen. Schick die, wenn ich jetzt morgen jemand eingebe. Und wann soll er die schicken? Hier haben wir mehr Optionen auch noch. Wir haben die Möglichkeit, einmal alle so und so Tage oder wir sagen am ersten Sonntag des Monats oder es gibt hier verschiedenste Möglichkeiten, das hier einzustellen. Das heißt, es wird immer an einem fixen Tag im Monat diese E-Mail entsprechend verschickt. Sie können auch Not Needed machen und später nochmal neue Consent aufsetzen. Das können Sie machen, wie Sie mögen. Dann gehen Sie auf Erstellen.
Und dann sehen Sie, das sieht aus, wie wenn ich eine normale Kampagne bauen kann. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, hier kann man eine eigene Referenz eingeben. Nochmal, das ist für intern, also Consent-Mail an alle Kunden. Schreibt man mal vom 9.7.2018. Betreff, Ihre betreffende E-Mail, wie sieht es beim Kunden aus? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Erhalt unserer Neuigkeiten, wie auch immer Sie das gerne definieren möchten. Absenderdaten, wollen Sie Standarddaten verwenden? Das heißt, hier gibt man einen Absender ein, also zum Beispiel so Partner Deutschland. Wenn Sie CRM-Daten wählen, können Sie es personalisieren. Was heißt das? Wir haben die Möglichkeit, wir haben zum Beispiel ein Lead im CRM und die Nathalie Söll ist der Lead-Owner. Und sobald Nathalie Söll der Lead-Owner ist, besteht die Möglichkeit, die E-Mail durch Nathalie Söll abzuschicken. Das heißt, beim Kunden schaut so aus wie, ja, mein Ansprechpartner erhält entsprechend diese E-Mail. Wir können eine Absender-E-Mail-Adresse wählen, klar, sofern Sie hier andere hinterlegt haben, können Sie auch andere hinterlegen. Eine Antwort an Adressen könnten Sie auch eine andere hinterlegen, was weiß ich, Datenschutz-Ad sowieso ginge zum Beispiel. Wichtig ist, die Antwort an E-Mail-Adresse bekommt auch alle Auto-Replies, also das heißt diese Out-of-Office-Reminders und so weiter und so fort. Empfängernamen, Absenderadresse einfügen, das heißt hier würde ich anklicken, wenn ich meine Kontakte persönlich ansprechen möchte. Lasse ich jetzt mal weg. Weiter. Dann komme ich zum Inhalt. Wichtig ist, die Consent-E-Mail können Sie aufsetzen, wie Sie mögen. Sie können ein Logo einbauen, Sie können verschiedene Bilder und so weiter hier verbauen. Wir empfehlen Ihnen dennoch, das sehr schlicht zu halten, weil Sie fragen ja letztlich was ab, damit er da Ihnen zustimmt. Wenn Sie das schon viel mit Bildern und Text und so weiter da einbauen, dann weiß ich nicht, ob das so gut beim Kunden ankommt, weil Sie fragen ja erstmal für so ein Newsletter an, danach darf es ja weiterhin farbig und bunt gestaltet sein. Sie können aus Ihren eigenen Vorlagen wählen, wenn Sie schon Soho-Campaigns nutzen, haben Sie sicher schon welche abgespeichert. Sie können diese vordefinierten Vorlagen wählen oder die Grundvorlagen. Ich wähle jetzt mal eine vordefinierte Vorlage. Sie sehen, da haben wir schon ein paar Consent-Vorlagen hier entsprechend. Ich sage jetzt mal, ich nehme dieses Template. Und dann kann ich quasi hier meinen Text anpassen. Grüße von Soho Campaigns. Hier können wir mit den Merch-Tags arbeiten. Das heißt, hier haben wir diese Anrede, Vorname, Nachname, wenn ich will. Ich kann aber auch einfach schreiben, sehr geehrte Damen und Herren. Ganz wichtig ist, in diesen E-Mails müssen die Merge-Tags für die Zustimmung, also der Consent-Zustimmung verbaut sein, als auch die Ablehnung, also der Consent, die Ablehnung. Wo finden Sie diese Tags? Die Bestätigung befindet sich jetzt aktuell hinter dem Button. Wenn Sie jetzt aber sagen, nee, ich will hier das Wort zum Beispiel auch noch verschlagworten und hier irgendwie einen Link einfügen, dann habe ich hier oben die Möglichkeit, zunächst auf Consent-Merge-Tags zu gehen. Da verbergen sich diese Consent-Tags und sagt Zustimmung. Jetzt habe ich den hier reingemacht. Muss mir den natürlich vorher kopieren. Consent. Und würde dann entsprechend hier einen Link setzen, ja, speichern. Und dann funktioniert dieser Consent-Button oder auch die unterstrichene Consent jetzt. Wichtig ist, es muss auch rein, der sogenannte Deny-Button, also die Ablehnung, ja, es möchte jemand nicht. Was wir Ihnen noch empfehlen, ist der Verbau des Impressums. Auch die Möglichkeit gibt es. Sie haben die Möglichkeit, entweder hier unten selber ein Impressum einzufügen oder Sie können auch in Ihrem Footer natürlich die Informationen verwenden. Das können Sie nachher handhaben, wie Sie gerne möchten. Wie geht's weiter? Wir gehen auf Vorschau und Test. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dann hier eine Vorschau zu generieren. Wir können uns selber einen Test schicken, wenn wir mögen. Wichtig bei Test-E-Mails ist, wenn Sie hier Platzhalter haben, also Merge-Tags, die werden im Test nicht gefüllt, die werden dann nur im Live gefüllt. Hier haben wir die Möglichkeit, den Pre-Header hinzuzufügen. Was ist der Pre-Header? Das ist immer das, was, wenn Sie zum Beispiel Outlook verwenden oder Macmail, was dann in der Betreffzeile angeblendet wird, wenn die E-Mail noch nicht geöffnet ist. Können Sie machen, müssen Sie nicht machen. Wenn wir sagen, okay, das passt soweit, dann gehe ich eben auf Speichern und Fortfahren.
Dann wird unsere Vorlage für diese Zustimmung des Consent-E-Mails entsprechend abgespeichert. Das dauert kurz. Und dann gehe ich eben, sage ich, will ich Header und Footer? Ja, wahrscheinlich. Ich mache hier Header und Footer. Das heißt, diese E-Mail in einem Browser anzeigen, wenn jemand irgendwie standardmäßig da was blockiert in seinem E-Mail-Client und hier unten eben auch die ganzen Daten. Weiter. Und dann sage ich, wie möchte ich mit dieser E-Mail umgehen? Das sieht ähnlich aus, wie wenn Sie eine ganz normale E-Mail-Kampagne machen. Nichtsdestotrotz haben Sie ja auch die Möglichkeiten, hier verschiedene Verfolgungsoptionen zu setzen, Abonnentenbewertungen einzustellen. Hier können Sie nochmal Ihre Daten überprüfen, ob das alles so passt, wie Sie sich's vorstellen. Dann gehen Sie auf Weiter und dann müssen Sie das quasi zur Überprüfung senden. Das heißt, hier muss unsere E-Mail zur Überprüfung geschickt werden. Diese wird dann entsprechend von Soho überprüft und in Ihrem Account freigegeben. Danach wird diese Consent-E-Mail dann entsprechend an unsere Subscriber zu schicken oder an unsere Mailinglisten. Wir haben dann auch noch die Möglichkeit, sogenannte Reminder aufzusetzen. Das heißt, sollte jemand nicht auf unsere E-Mail reagieren, also der drückt nicht den Deny und auch nicht den Zustimmungsbutton, dann haben wir die Möglichkeit, in einem Zeitintervall nochmal eine Erinnerung zu schreiben. Wie, hallo Herr Meier, vor ein paar Tagen hatten wir Ihnen ein Consent-E-Mail geschickt, wir wollten gerne nochmal erinnern. Gern würden wir Ihnen Infos über unsere Produkte setzen, bla bla bla. Leider haben Sie bislang noch nicht bestätigt. Auch das ist möglich. Das geht bis zu zweimal. Wenn wir das machen, sehen Sie, kommen wir wieder in die gleiche Maske wie zuvor. Das heißt, wir müssen wieder den Namen definieren, den Betreff. Wir müssen Absender eingeben, eine Vorlage und so weiter und das dann auch entsprechend aufbauen. Das können Sie bis zu zweimal machen. Dann gibt es hier noch was. CRM Push Details. To push consenting subscribers to CRM. Click Configure. Das heißt, was passiert da, wenn Sie noch keine, wenn Sie in Soho Campaign Subscriber reinladen, die Sie noch nicht im CRM haben? Das heißt, Sie synken nicht, sondern Sie kaufen zum Beispiel Adressen an und wollen die mit Newsletter befeuern. Dann würden Sie so vorgehen. Wenn Sie eine aktive Synchronisierung zwischen CRM und Campaigns anhaben, konfigurieren Sie hier bitte nichts. Das heißt, das lassen Sie dann bitte aus. Damit das dann auch entsprechend sauber ist. Das ist zur Einrichtung dieser Consent-E-Mail. Dann gibt es die sogenannten GDPR-Settings. Die kann man auch nochmal sagen. Wenn jemand Sie requestet, Ihre Daten zu löschen, das heißt, jemand sagt, hallo, lösche bitte meine Daten, dann was sagen Sie, was setzen Sie als Periode an? Hier sind jetzt 15 Tage eingestellt, bei uns ist es auch aus. Man könnte es jetzt bearbeiten und aktivieren. Das heißt, die Daten werden automatisch aus dem Soho Campaigns gelöscht. Wenn immer Sie jetzt auch eine E-Mail schicken, müssen Sie einen sogenannten Purpose of Sending E-Mails angeben. Warum schicken Sie diesen Menschen eine E-Mail und woher kennen Sie ihn? Da können Sie jetzt zum Beispiel reinschreiben, Messe besucht CeBIT 2018. Solche Sachen können Sie hier entsprechend definieren. Das ist jetzt innerhalb dieser Zustimmung. Ja, und dann momentan hat bei uns jetzt hier noch keiner angegeben, dass der Subscriber gerne möchte, dass seine Daten gelöscht werden. Wenn er das angibt, dann würde das entsprechend hier aufleuchten und binnen 15 Tagen aus unserem System gelöscht werden. Wichtig bei dem Data Löschen wird der Subscriber auch in die Do Not Mail-Liste gepackt, der ist dann aber verschlüsselt. Das heißt, der ist im Backend verschlüsselt, sodass der dann auch nichts mehr bekommt. Nicht, dass man jetzt löschen und dann sagt er, ja, Sie sollten ja meine Daten löschen, kommt durch eine andere Quelle wieder auf eine Mailingliste und dann wird wieder eine E-Mail entsprechend verschickt. Das passiert nicht. Die E-Mail-Adresse wird im Backend gestored, verschlüsselt, sodass Sie auch sicher sind, dass der nicht mehr auf eine Mailingliste rutschen kann. Das sind die Dinge, die Sie in der sogenannten Zustimmung verwalten, also in der Consent-Abfrage machen können. Jetzt schauen wir mal, wie weit unsere E-Mail ist. Genau, die ist fertig.
Und jetzt können Sie quasi das aktivieren. Wenn Sie das aktivieren, dann beginnt quasi würde dann der Versand beginnen. Ich kann das jetzt leider nicht machen, weil wir haben hier lauter Dummy-Daten, sonst kommt lauter Unsubscribe zurück. Aber so können Sie innerhalb von Soho Campaigns die Sachen für Ihre Newsletter aufsetzen. Natürlich können Sie auch weiterhin Ihre Webforms verwenden, wo sich Leute auch zu Ihrem Newsletter entsprechend anmelden können. Aktuell ist es so, dass es noch keine Übertragung der Daten ins CRM gibt. Das heißt, wir können noch nicht im CRM sehen, ob er den Consent erteilt hat für einen Newsletter. An dem Feature wird aktuell noch gearbeitet. Das dauert noch ein bisschen, wird aber auch entsprechend wieder ins System noch dazukommen. Das sind die Sachen, die Sie hier einstellen bei den Consent-E-Mails. Wichtig, sind Sie sich unsicher? Wissen Sie nicht genau, wie soll ich das tun? Kontaktieren Sie uns sehr gerne, damit da eben nichts Falsches passiert. Eine Sache würde ich Ihnen noch ans Herz legen. Das heißt, wir haben jetzt die Consent-E-Mail verschickt und wir wollen ja nachher nur noch an Kontakte schicken, die eben die uns den Consent gegeben haben. Wie gehen wir da vor? Da haben wir die Möglichkeit im Bereich der Abonnenten, wenn wir mal auf unsere Abonnenten gehen und auf die Listen, sogenannte Segmente zu erzeugen. Und da kann man auf dieses Consent gehen. Wenn wir auf eine Mailingliste gehen, das ist jetzt zum Beispiel alle Kontakte von unserem CRM. Und ich sage jetzt ein Segment, ich möchte gerne ein neues erstellen. Und dann kann ich hier sagen, Consent Status ist awaiting unresponsive expressed. Das wäre zugestimmt expressed, ne? Consent Status expressed. Somit habe ich die Subscriber, die uns den Consent erteilt haben, segmentiert. Sobald ich einen neuen Newsletter schreibe, wähle ich nur dieses Segment an. Und somit stelle ich sicher, dass ich von alle Kontakte aus CRM, aus dieser Liste, eben nur die Personen anschreiben, die mir den Consent erteilt haben. Das sind die Möglichkeiten, die Sie hier entsprechend haben. Natürlich gibt es ein detailliertes Reporting. Wenn die Consent-E-Mail verschickt ist, kann ich schauen, wie viele haben expressed, wie viele haben vielleicht abgelehnt, und wie entwickelt sich das Ganze. Eine Reminder-Mail kann man auch noch im Nachgang aufsetzen. Das heißt, ich schicke es jetzt raus, warte mal 2 Wochen, wie sind denn überhaupt die Ergebnisse und kann dann immer noch einen ersten Reminder entsprechend aufsetzen. Das sind die Möglichkeiten innerhalb des Consent-E-Mails in Soho Campaigns mit der E-Mail-Richtlinie und auch nachher die Segmentierung, dass wir nur die Leute anschreiben, die eben den Consent erteilt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommen Sie gerne wieder vorbei auf unserem YouTube-Kanal und informieren Sie sich über die weiteren Soho-Module.